Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendai Dukai und in diesem Video zeige ich dir 5 mindblowing Grundlagen für den Quintenzirkel. Um den Quintenzirkel ranken sich Mythen und die meisten stöhnen schon, wenn sie den Begriff hören. Gerüchte besagen, dass der Quintenzirkel die Inspiration für den Spruch für J.R.R. Tolkien für seinen Roman Herr der Ringe, ein Ring, sie alle zu knechten war. Dabei ist das alles viel einfacher, als die meisten es sich vorstellen können. Ich verwende im Video meist die englischen Bezeichnungen, Kreuz heißt Sharp und B heißt Flat. Und in diesem Video geht es darum, dass du die Grundlagen zum Quintenzirkel bekommst. Dass du ohne kuriose Merksätze den Quintenzirkel verstehst und ihn auch auswendig lernst, ohne ihn auswendig lernen zu müssen. Geht nicht, meinst du? Trotzdem neugierig? Dann bleib dran. Los geht's! Der Quintenzirkel hat viele Features. Einige davon sind die Skalen bzw. Tonleitern für Dur und Moll abzulesen. Dazu musst du natürlich wissen, wie der Quintenzirkel aufgebaut ist. Und da gibt es viele Hilfen und Merksätze, die du auswendig lernen kannst. Kann man machen, muss man aber nicht. Aufbauend auf den anderen kostenlosen Kursen Tasten und Töne, Keys und Pitches und Tonleiter und Skalen, Scales und Modes, baue ich hier darauf auf, dass du weißt, wie die Tasten und Noten A, B, C, D, E, F, G heißen und dass sie mit Kreuz bzw. Sharp erhöht und B bzw. Flat abgesenkt werden können. Und natürlich, was Skalen und Modi sind. Du kannst dein Wissen natürlich nochmal mit den Kursen auffrischen, bevor du hier weitermachst. Also, hier das gefürchtete Bild des Quintenzirkels in der internationalen Fassung mit dem B statt dem deutschen H. Der äußere Ring zeigt die Dur-Skalen und der innere Ring die Moll-Skalen, jeweils mit dem Vorzeichen. Im Uhrzeigersinn von der 12-Uhr-Position aus gesehen, startend mit dem C, werden es immer mehr Kreuze bzw. Sharps und gegen den Uhrzeigersinn mit den immer mehr werdenden Bs bzw. Flats. Und das gleiche passiert im inneren Ring, dem Moll, startend auf der 12-Uhr-Position mit dem A. Wie dir natürlich sofort aufgefallen ist, sind die Skalen C-Dur und A-Moll komplett ohne Vorzeichen. Also nur die 7 weißen Tasten, startend von entweder C oder A bis zur nächsten Oktave, wo sich dann alles wiederholt. Und damit komme ich schon zum Kern, warum der Quintenzirkel so heißt, wie er heißt. Quinte ist Latein und heißt 5. Musst du dir nicht merken, solange du dir eine Hand mit 5 Fingern vorstellen kannst. Nebenbei bemerkt, reden wir bei Dur und Moll von einer diatonischen Skala mit 7 Tönen, also einer Untermenge der chromatischen Skala mit 12 Tönen. Die Quinte bei der diatonischen Skala ist immer der 5. Ton in der Skala über dem Grundton und damit in der chromatischen Skala, die komplett aus Halbtonschritten besteht, der 7. Ton über dem Grundton. Daher kommst du immer zur Quinte oder zur Perfect Fifth, indem du 7 Halbtöne der chromatischen Skala hoch oder runter zählst. Du legst jetzt die rechte Hand auf eine Klaviatur mit dem Daumen auf das C und auf jede weitere daneben liegende weiße Taste einen weiteren Finger. Dann liegt der Zeigefinger auf dem D, der Mittelfinger auf dem E, der Ringfinger auf dem F und der kleine Finger auf dem G. Du hast jetzt alle 5 Finger quintenmäßig von links nach rechts oder, wenn die Klaviatur rund wäre, im Uhrzeigersinn auf die Tasten gelegt. Vergleichst du das jetzt mit dem Quintenzirkel und gehst von C einen Schritt im Uhrzeigersinn nach rechts, dann landest du bei dem G, nämlich genau da, wo dein 5. bzw. der kleine Finger gerade liegt. C-Dur ist also die 0. Position und die 1. Position im Uhrzeigersinn ist das G-Dur. Dein kleiner Finger. Die 1. Position hat auch nur ein Kreuz bzw. Sharp. 1. Position, ein Kreuz, einfach. Wärst du jetzt von A-Moll aus gestartet, also die 0. Position bei Moll, dann läge dein kleiner bzw. dein 5. Finger auf dem E, 1. Position. Hätte nur ein Kreuz bzw. Sharp und wäre das E-Moll. Auch einfach. Also, wenn du ein Notenblatt mit einem Kreuz im Notenkopf siehst, dann ist das entweder G-Dur oder E-Moll.
Du musst aber nicht jedes Mal von C und A auszählen, denn dafür hast du ja das Konzept der Paralleltonart. Du erinnerst dich, von Dur aus drei Halbtöne runterzählen und du landest bei der Molltonart. Und von Moll drei Halbtöne hochzählen und du landest bei der Dur-Tonart. In unserem Fall von G drei Halbtöne runter und du landest direkt auf dem E. Völlig einfach. So, dann mache ich mal weiter mit dem D-Dur. Also angefangen habe ich mit dem Daumen auf dem C, dann lag mein fünfter Finger, der kleine Finger, auf dem G. Und jetzt schiebe ich den Daumen um einen Ganzton, beziehungsweise um zwei Halbtöne, nach rechts, quasi wieder im Uhrzeigersinn und lande bei D. Kurzer Blick auf den Quintenzirkel und du siehst, nach dem G kommt das D. Dann schiebe ich den kleinen Finger um einen Ganzton weiter nach rechts und lande auf dem A. Quintenzirkel, check, das A. Dann schiebe ich den Daumen wieder um einen Ganzton nach rechts von D nach E. Quintenzirkel, check, E. Dann den kleinen Finger, wieder einen Ganzton nach rechts von A nach B, check. Dann den Daumen von E einen Ganzton auf Fis bzw. F sharp, Quintenzirkel, check. Dann den kleinen Finger von B nach Cis bzw. C sharp, Quintenzirkel, check. Das waren jetzt 7 Schritte. Theoretisch kannst du das weiter so machen, bis du wieder beim C ankommst. In der Praxis wären das aber eine Menge Kreuze bzw. Sharps und das wird dann einfach unübersichtlich. Daher kannst du von der 12-Uhr-Position beim C auch links herum, also gegen den Uhrzeigersinn entlang gehen. Erster Schritt, dazu legst du den kleinen Finger der rechten Hand auf das C und dein Daumen liegt dann auf dem F. Quintenzirkel, check, F ist korrekt. Zweiter Schritt. Kleiner Finger einen Ganzton runter von C auf das B flat. Check. Korrekt. Dritter Schritt. Daumen einen Ganzton runter von F auf das S bzw. E flat. Check. Korrekt. Vierter Schritt. Kleiner Finger einen Ganzton runter von B flat auf das A flat. Check. Korrekt. Fünfter Schritt. Daumen einen Ganzton runter von E-Flat auf das D-Flat. Check. Korrekt. Sechster Schritt. Kleiner Finger einen Ganzton runter von A-Flat auf das G-Flat. Check. Korrekt. Siebter Schritt. Daumen einen Ganzton runter von D-Flat auf das B. Check. Korrekt. Und es waren wieder 7 Schritte und wir sind durch. Für Moll können wir exakt das gleiche machen oder einfach durch das Konzept der Paralleltonart von Dur drei Halbtöne runter die Molltonart bestimmen. Vielleicht ist dir ja schon aufgefallen, dass bei jedem Schritt des Ganztongewackels entweder ein Kreuz oder ein B dazukommt. Je nachdem, ob du dich im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn bewegst. Das heißt, in der nullten Position vom C oder vom A aus gibt es null Vorzeichen, also weder Kreuze, Sharps noch Bs, Flats. In der ersten Position gibt es ein Vorzeichen, in der zweiten Position gibt es zwei Vorzeichen, in der dritten Position gibt es drei Vorzeichen, in der vierten Position 4 Vorzeichen, in der fünften Position 5 Vorzeichen, in der sechsten Position 6, in der siebten 7. Wenn du also ein Notenblatt mit 4 Kreuzen bzw. Sharps siehst, dann benutzt du das Ganztongewackel im Uhrzeigersinn 4-mal und landest auf dem E und weißt dann, dass es das E-Dur mit 4 Sharps ist oder das C-Sharp-Moll. Du erinnerst dich, Mollparallele, 3 Halbtöne runter. Das gleiche bei 3 Bs bzw. Flats. Kleiner Finger auf das C, dann Ganztongewackel nach links bzw. gegen den Uhrzeigersinn, F, B-Flat, E-Flat. Also ist es ein E-Flat-Dur
oder ein C-Moll. Du wirst jetzt vielleicht sagen, ja cool Gunther, aber welche Sharps oder Flats sind in der jeweiligen Skala? Und jetzt wird's richtig einfach. Du weißt jetzt schon, dass es zwei wichtige Konzepte gibt. Die Richtung und das Ganztongewackel. Und als Startpunkt nimmst du jetzt in der Oktave die größte Ansammlung von schwarzen Tasten als Startpunkt. Also den Dreierblock, quasi in der Mitte. Dann setze ich mal voraus, dass wir ein Dur haben mit vier Sharps. Also Daumen auf das C und viermal Ganzton gewackelt, G, D, A, E, landest du also auf dem E-Dur. Jetzt legst du den kleinen Finger beim schwarzen Dreierblock auf die unterste schwarze Taste, das F-Sharp. Und den Daumen beim unteren schwarzen Zweierblock auf das C-Sharp. Und jetzt wackelst du im gewohnten Ganztonschritt nach rechts, quasi im Uhrzeigersinn. Die erste Taste ist das F-Sharp, die zweite Taste das C-Sharp, die dritte Taste das G-Sharp und die vierte Taste das D-Sharp. F-Sharp, C-Sharp, G-Sharp, D-Sharp. Das sind deine schwarzen Tasten für E-Dur. Oder es wären die schwarzen Tasten für die Paralleltonart C-Sharp, Moll. Und ja, das ist so einfach. Noch ein Beispiel, nur etwas anders herangegangen. Frage, wie viel und welche schwarzen Tasten hat das D-Dur? Daumen auf C, kleiner Finger auf G, das ist der erste Schritt. Daumen ganz Ton hoch auf das D, das ist der zweite Schritt und wir sind fertig. Also D-Dur ist der zweite Schritt, hat also zwei schwarze Tasten bzw. Sharps. Und wenn du jetzt mit dem kleinen Finger auf der ersten schwarzen Taste des schwarzen Dreierblock anfängst, dann bekommst du F-Sharp und mit dem Daumen C-Sharp. Also hat das D-Dur zwei Sharps und das sind F-Sharp und C-Sharp. Fertig. Gegen den Uhrzeigersinn musst du natürlich nach links wandern können. Bei dem schwarzen Dreierblock fängst du da natürlich ganz rechts, also oben auf dem B-Flat mit dem kleinen Finger an und hast den Daumen bei dem schwarzen Zweierblock auch ganz rechts oben, also auf dem E-Flat. Und dann Ganzton gewackelst du dich entsprechend der Anzahl der Schritte runter. Beispiel B-Flat-Dur. Wie viele Schritte brauche ich da? Kleiner Finger auf C, Daumen auf F. Also erster Schritt Daumen F, zweiter Schritt kleiner Finger B-Flat. Fertig. Also zwei Schritte und damit zwei Flats. Welche Bs bzw. Flats das jetzt sind, geht so. Kleiner Finger auf den schwarzen Dreierblock ganz rechts oben B-Flat. Daumen beim darunterliegenden schwarzen Zweierblock ganz rechts oben auf das E-Flat. Das sind schon zwei Schritte und fertig. B-Flat-Dur hat zwei Flats und das sind B-Flat und E-Flat. Wie du siehst, gibt es aber nur fünf schwarze Tasten pro Oktave. Aber es gibt ja sieben Stufen in der diatonischen Skala. Was also, wenn du sechs Vorzeichen hast, zum Beispiel sechs Sharps oder sechs Flats? Machen wir das Beispiel mit sechs Sharps zusammen und nehmen an, dass es sich dabei um ein Dur handelt. Das ist absolut einfach. Es gelten weiterhin nur unsere zwei Grundregeln. Sharps im Uhrzeigersinn, also nach rechts, und die Finger immer nur in Ganztonschritten verschieben. Daumen auf C. Erster Schritt. Kleiner Finger auf G, Daumen, ein Ganzton hoch auf D, kleiner Finger auf A, Daumen auf E, kleiner Finger auf B, Daumen, jetzt ein Ganzton auf F-Sharp. Also sechs Sharps sind F-Sharp
Dur oder Paralleltonart D-Sharp-Moll. Jetzt noch rausfinden, welche schwarzen Tasten das sind. Wir können das jetzt Schritt für Schritt machen mit kleiner Finger auf das F-Sharp und Daumen auf das C-Sharp und dann das Ganze ganz dunkel wackeln. Oder wir nehmen eine Abkürzung. Wir akzeptieren, dass es nur 5 schwarze Tasten gibt, aber wir 6 Sharps haben. Heißt vereinfacht ausgedrückt, alle schwarzen Tasten kommen in F-Sharp-Dur vor, plus eine weitere Erhöhung. Aber wie kommen wir dahin? Ganz einfach. Würden wir das Ganztongewackel auf den schwarzen Tasten machen, kämen wir bei der letzten schwarzen Taste, dem A-Sharp, an und der Daumen liegt dann noch auf dem D-Sharp. Der muss jetzt einen Ganzton hochgeschoben werden und dann landen wir von D-Sharp auf dem F. Also hat das F-Sharp-Dur mit den 6 Sharps folgende Erhöhungen. F-Sharp, C-Sharp, G-Sharp, D-Sharp, A-Sharp, F. Oder sortiert F-Sharp, G-Sharp, A-Sharp, C-Sharp, D-Sharp, F. Völlig logisch und einfach. Falls das jetzt zu schnell war, einfach nochmal zurückspulen. Wenn du deine Skala mit den Sharps oder Flats zusammen hast, dann hast du auch automatisch deine Tasten, die du um einen Halbton erhöhen oder absenken musst. Dabei hangelst du dich einfach an den weißen Tasten entlang. Wenn die Skala aber schon mit einem Sharp oder Flat anfängt, dann fängst du natürlich auf dieser entsprechenden Taste an, zum Beispiel einen F-Sharp. Zum Beispiel startend auf einer weißen Taste beim D-Dur mit den 2 Sharps F-Sharp und C-Sharp, weißt du, dass du das F auf F-Sharp erhöhen musst und das C auf das C-Sharp. Deine Skala ist dann D, E, F-Sharp, G, A, B, C-Sharp und die Oktave wäre dann wieder das D-Sharp. Im letzten Beispiel das F-Sharp-Dur, also als Start eine schwarze Taste mit den Sharps F-Sharp, G-Sharp, A-Sharp, C-Sharp, D-Sharp, F, wäre das die Skala F-Sharp, G-Sharp, A-Sharp, B, C-Sharp, D-Sharp, F und die Oktave dann wieder F-Sharp. Bei den Bs, Flats, musst du natürlich die Tasten dann um einen Halbton absenken. Bei unserem Beispiel B-Flat-Dur mit den 2 Flats, dem B-Flat und dem E-Flat, wäre das B-Flat, C, D, E-Flat, F, G, A und dann wieder die Oktave B-Flat. Also hast du eine Skala und die dazugehörigen Erhöhungen, Sharps oder Absenkungen, Flats, gefunden, startest du bei dem Grundton, egal ob schwarze oder weiße Taste, hangelst dich danach nur an den weißen Tasten entlang und erhöhst oder senkst die entsprechende Taste oder Note gemäß deiner Skala auf oder ab. Also, alles nochmal zusammengefasst. Die Quinte oder die Perfect Fifth ist der 5. Skalenton über dem Grundton der diatonischen 7-Ton-Skala. Die Quinte entspricht 7 Halbtöne über dem Grundton der chromatischen 12-Töne-Skala, die komplette Oktave. Die Reihenfolge und die Namen der Skalen im Quintenzirkel bekommen wir mit dem Ganztongewackel im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Die entsprechenden Sharps und Flats bekommen wir ebenfalls mit dem Ganztongewackel auf den schwarzen Tasten. Entweder im Uhrzeigersinn von links nach rechts oder gegen den Uhrzeigersinn von rechts nach links angefangen. Alle Tasten der Dur- oder Moll-Skala bekommen wir, wenn wir mit dem Grundton anfangen und uns dann nur an den weißen Tasten orientieren und die entsprechenden Tasten dann durch unsere Sharps oder Flats ersetzen. Wenn dir das immer noch zu kompliziert ist,
dann hast du das Video vielleicht einfach zu schnell durchlaufen lassen. Es geht hier rein um das Begreifen. Du musst keine merkwürdigen Formeln auswendig lernen. Wenn du das Prinzip einmal begriffen hast, dann vergisst du das auch nie wieder, weil es einfach komplett logisch herleitbar ist. Ohne auswendig lernen. So, das war's auch schon wieder. Mein Name ist Oda Sendai-Dokai. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dich im nächsten Video wiederzusehen. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.